Seid gegrüßt und recht herzlich willkommen um kurz vor 8:30 in der Früh an Tag 4 unseres Mallorca-Urlaubes. Glücklicherweise kann ich heute noch eine kleine Wanderung vornehmen, denn mich hat auf der letzten Tour hier ziemlich geärgert, dass ich es nicht geschafft habe, da hinten bei diesem Türmchen eben die Höhe von der Klippe zu messen. Und das möchte ich heute primär nachholen und dabei auch noch ein paar schöne Landschaftsaufnahmen einfangen. Und ihr seht, leider ist das Wetter heute eher bescheiden, ziemlich bewölkt, auch ziemlich windig. Das Meer wirft ziemliche Wellen auf. Also für die bisherigen Verhältnisse ist das Meer sehr unruhig, denn die ganzen Tage bisher war es annähernd spiegelglatt gewesen. Jetzt gibt es auch hin und wieder so kleine Schaumkrönchen. Aber das Plätschern hier ist ziemlich entspannend, wenn man hier so sitzt und einfach nur aufs Meer drauf schaut. Leute, wunderbar. Trotzdem, heute werden wieder so ein paar Kilometer gemacht. Und als erstes geht es hinten nach Camp del Mar zu dem Türmchen. So, hier laufen wir denn jetzt auch schon durch eine etwas exklusiver anmutende Wohnanlage. Es stehen sehr, sehr viele deutsche Autos hier vor der Tür. Düsseldorf, Oberhausen, Hamburg, dann gab es noch ME. Was war das? Mettmann. Ich verwechsel halt immer mit Meckenheim. Ist ja wurscht. Auf jeden Fall denke ich, dass die sich hier eine Wohnung oder so ein Apartment gekauft haben. Das sieht richtig nobel und edel aus. Ist auch schon etwas höher gelegen. Wir gehen gerade mal hier an den Zaun ran. Ah, da vorne noch Kennzeichen NEHR. Das ist Rostock, glaube ich. Ne? Grüße gehen raus nach Deutschland. Genau, ja, ihr seht das hier, ist alles schon ein bisschen höher gelegen und deswegen auch nicht ganz so touristisch überlaufen, beziehungsweise überhaupt nicht touristisch überlaufen. Wenn ich mir das so angucke hier, das ist schon ein richtiges Privileg, wenn man hier so sich so eine Wohnung, so ein Apartment leisten kann. Ja, frage ich mich nur, wie das mit den Autos ist. Die werden ja jedes Mal dann, also entweder ist das Auto dauerhaft hier oder die karren das jedes Mal mit der Fähre rüber. Leute, das ist ja eine richtige Odyssee, nur um sein deutsches Auto hier zu haben. Gut, ist so, wenn man es sich leisten kann, sei ihnen alles gegönnt. Weiter geht's. Und damit ich mir nicht nachsagen lassen kann, dass ich da oben gleich den Berg abtragen würde, habe ich hier schon vom Hinweg zwei Steine jetzt eingepackt, die wir gleich von oben runterwerfen werden. Durchhalten! Gleich sind wir da! Kurz vor 9:30, Kilometer 5, herzlich willkommen beim Torre de Cap Andrixol. Andrixol, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Auf jeden Fall der Turm, von dem ich im letzten Video nicht wusste, was er ist und was er hier soll und überhaupt. Jetzt bin ich etwas besser vorbereitet. Und zwar ist das ein Wachturm aus dem 16. Jahrhundert, der dazu diente, Piratenangriffe abzuwehren oder sonstige Scharlatane in Schach zu halten und früh genug zu erkennen, wenn sich jemand der Insel näherte. Solche Türme gab es hier auf der Insel ringsrum an der Küste sehr viele. Und ja, das zeigt eben auch, dass die damalige Zeit mit diesen Piratenangriffen und so, das war richtig heftig gewesen, glaube ich. Heute ist das ja natürlich durch Filme wie Fluch der Karibik oder andere Piraten-Südsee-Filme und sowas eher ins abenteuerlich-romantische hin verschoben durch die Film und Medien und sowas. Aber zur damaligen Zeit war das, glaube ich, keine Freude, hier zu leben und Angst zu haben, dass Piraten kommen, die dir dein Haus anzünden, deine Frau vergewaltigen und dein Geld wegnehmen. Ist doch scheiße, sowas. Gut, ja, das ist noch so ein Überbleibsel davon. Interessant auch noch zu erwähnen, 2003 bis 2004 wurde dieser Turm restauriert und die Kosten von 60.000 Euro hat Claudia Schiffer getragen. Ihr hat damals wohl hier das Grundstück gehört und ja, damit würde ich sagen, gehen wir jetzt auch die Landzunge hier weiter und schauen uns endlich an, wie hoch die Klippe ist und werfen die Steine. Auf geht's! Thank you.
Und damit herzlich willkommen hier auf diesem wunderbar hohen, schroffen Klippenfelsen in einer unbekannten Höhe, die wir jetzt bestimmen möchten mit Hilfe eines Steinwurfes. Nochmal zur Erinnerung, ne, wir können einen Stein werfen und die Fallzeit stoppen und dann mit Hilfe der Formel S ist gleich ein halb AT Quadrat die Strecke ausrechnen, wobei A für die Erdbeschleunigung steht, nämlich 9,81 Meter pro Quadratsekunde. T, die Zeit, messen wir mit Hilfe der Stoppuhr. Und ja, interessant vielleicht noch zu wissen, dass es relativ egal ist, wie wir den Stein werfen. Wichtig ist nur, dass wir keine horizontale, also Hoch- oder Runter-Komponente mit dabei geben, sondern den Stein quasi horizontal, also dass wir keine vertikale Wurfkomponente dabei haben, sondern den Stein nur horizontal werfen und dann loslassen. Die Richtung, wie weit wir werfen, beeinflusst die Fallzeit nicht. Alles andere besorgt die Schwerkraft. Also, schwierig ist es auch abzuschätzen, wie weit das Wasser weg ist, denn wir sind ziemlich hoch und wenn wir jetzt runterschauen, dann sind solche horizontalen Entfernungen schwer abzuschätzen, je höher man ist. Ich vermute, dass ich hier wirklich mit maximalem Schwung werfen muss, um gerade mal das Wasser so am Rande erreichen zu können. Also versuchen wir mal unser Glück, ausholen. Wird auf jeden Fall spannend jetzt hier, dass ich hier nicht nach vorne runterfalle, Leute, das ist nämlich wirklich verdammt hoch, aber auch verdammt geil. Also, beim Loslassen drücken wir Start. Ja. Zack. Genau 6 Sekunden. So, da wiederholen wir nochmal. Einen Stein haben wir noch. Oh, ja, Leute, seht ihr, so schnell ist die Kacke hier passiert, ne? Was man nicht alles für die Physik und Wissenschaft tut. Also 6 Sekunden beim ersten Wurf. Ach, Rundenzeit können wir nehmen, sehr schön. Also, der ist auch ein bisschen schwerer, der Stein. So. Ach Leute, der ist ganz woanders gelandet. Da war ich ja meilenweit vom Wasser entfernt, konnte aber sehen, dass er unten auf dem Fels aufgeschlagen ist und haben beim zweiten Mal, ich sag mal 11,5 Sekunden, also haben wir 5,5 Sekunden gemessen. Nehmen wir einfach das Mittel, das müsste 5,75 Sekunden sein. 5,75 Sekunden mal 5,75 Sekunden ist gleich, davon die Hälfte, mal 0,5 ist gleich, mal 9,81. 162 Meter, liebe Leute. 162 Meter ist dieses Ding hier hoch. Und das deckt sich auch ungefähr mit dem, was auf Wikipedia über diesen Turm da hinter uns steht. Gerade noch mal gucken. Das waren 180 Meter. Ja, und ich glaube, wir sind auch ein bisschen wieder runtergegangen. Also kommt das hin. 162 Meter haben wir hier messtechnisch experimentell ermittelt. Leute, ist es geil. Ja, und dann würde ich sagen, Rückzug. Denn noch ist das Wetter relativ trocken und ich will hoffen, dass wir noch unseren zweiten Zielort auf der anderen Seite von Pagera im Trockenen erreichen. Also weiter geht's. Kilometer 10. Herzlich willkommen zurück in Pagera. Ihr seht, alles menschenleer, ne? Bei dieser Temperaturen und diesem Wind zieht es die Leute nicht an den Strand, sondern ja, wohin denn? In irgendwelche Bars, Restaurants oder Hotellobbys. Ja, der Wind hier weht auch das Meer ziemlich stark auf, haben wir heute Morgen schon gesehen. Da könnte man es sogar benutzen, diese Wellen, um so ein bisschen Buddy-Surfing, mit diesen Buddy-Boards, da könnte man schon so ein bisschen Geschwindigkeit draufkriegen. Das sind natürlich keine Wellen im Vergleich zu anderen Landschaften, aber wie gesagt, für jetzige Verhältnisse ganz schön heftiger Wellengang. Und da hat man auch bei den Temperaturen eben keine Lust, ins Wasser zu gehen. Ich werde es gleich dennoch wagen, egal wie kalt es ist, denn ich habe mir gestern noch ein paar, wie heißt die Dinger, diese, sag schnell, Taucherbrille. Eine Taucherbrille für einen Zehner in so einem Strandshop geholt. Denn einmal will ich hier auch so ein bisschen schnorcheln, unter Wasser, Landschaft, Seen erleben. Und dazu steuern wir jetzt gerade hier eine kleine Bucht an.
Die ist, das ist ein ganzes Stückchen weiter, am anderen Ende von Pagera. Da werden wir jetzt weitestgehend hier an der Strandpromenade und so weiter langlaufen. Ja, und dann sehen wir uns auch da gleich wieder. Hier dann gerade nochmal kurz der Blick zurück zum Torre de Andrexol. Da fällt jetzt auf, ne, dieser Bergrücken, da ist der Türmchen drauf. Da macht der Berg so eine leichte Senke, steigt dann wieder auf, um dann am Schluss steil abzufallen. An dieser Stelle haben wir dann auch gestanden. Und wenn ich jetzt so darüber schaue, muss ich feststellen, dass der Turm doch etwas niedriger zu sein scheint als unsere Standfläche. Weswegen die 162 gemessenen Meter vielleicht doch nicht so ganz korrekt sind. Vielleicht ist die Höhenangabe auf Wikipedia auch auf einen anderen Bezugspunkt oder sowas. Auf jeden Fall sind solche Messungen natürlich auch immer sehr großen Messungenauigkeiten unterworfen. Vielleicht habe ich auch eine Aufwärtskomponente gehabt beim Werfen oder eine Abwärtskomponente. Dann fliegt der Stein natürlich schneller als mit Aufwärtskomponente. Die Zeitstoppung an sich ist natürlich auch alles so Pi mal Auge. Ne? Und auch etwaige Winde können die Fallzeit des Steines massiv beeinflussen. Aber trotzdem, ich denke, mit den 162 Metern haben wir doch eine ganz gute Zeit gemessen. Und jetzt fällt hier gerade mein Blick auf einen weiteren Kanal. Oh Leute, der ist aber verdammt groß. Guck mal da unten, könnt ihr das sehen? Ich glaube, den nehmen wir auf dem Rückweg noch mit. Und jetzt gehen wir erstmal zum Schwimmen. Herzlich willkommen an der zweiten Highlightstelle auf dieser Wanderung. Ihr seht hier zu meiner Rechten, auf eurer Linken diesen Felsdurchbruch in dem Fels. Das sieht richtig genial aus. Ja, und leider muss ich auch sagen oder zugeben, dass ich den Mund eben viel zu voll genommen habe. Denn hier jetzt ins Wasser zu gehen, drin zu schwimmen, halte ich für mich für ein Selbstmordkommando. Ihr seht diesen krassen Wellengang hier. Der Wind ist auch sehr stark. Ja, und ich traue mir nicht ernsthaft zu, wieder heil aus dem Wasser rauszukommen. Also rein mit dem Kopfsprung, da traue ich mir alles zu, kein Problem, im Wasser bist du dann safe. Aber sobald ich zurückkommen würde, müsste ich versuchen, hier über diese steilen Felsen hochzukommen. Das würde auch theoretisch funktionieren. Aber durch diesen extremen Wellengang ist man da einfach ein Spielball der Wassermassen und läuft eben Gefahr, sich da ernsthaft an diesen scharfen Kanten zu verletzen. Deswegen traue ich mir das nicht zu und bleibe aus dem Wasser raus. Unterwasseraufnahmen bleiben uns aber nicht gänzlich verwehrt, denn ich habe eben schon mal die GoPro am Selfie-Stick mit einer Kordel wie so eine Angel ins Wasser gelassen. Ob die Aufnahmen was geworden sind, kann ich derzeit nicht sagen. Schauen wir uns gleich im Anschluss an. Ja, und dann noch ein Hinweis. Mir wird ja auch vorgeworfen, oh Leute, ich muss so schreien hier, sorry. Mir wird ja auch vorgeworfen, dass ich verantwortungslos wäre oder ich hätte ja eine Vorbildfunktion, deswegen könnte ich dieses oder jenes nicht machen, weil Leute das ja nachmachen könnten. Ja Leute, kann ich nur sagen, wenn diesen Nachmachern dann was passiert, Pech gehabt. Ich bin kein Vorbild, ich bin kein weiß ich was. Ich mache alles, was ich meine, machen zu müssen, aus bestem Gewissen heraus und habe auch vorher genügend drüber reflektiert. Bestes Beispiel diese Stelle hier. Ich habe es mir angeschaut und denke, nee, das packst du nicht, also gehe ich da auch nicht rein. Nur weil ich schon mal 100.000 andere Leute dabei beobachtet habe im Fernsehen oder auch live, wie die es machen. Ich traue es mir nicht zu, deswegen bleibe ich hier raus. Und das soll auch keine Aufforderung an euch sein, so etwas zu unterlassen. Wenn ihr es euch zutraut, macht es. Aber denkt vorher drüber nach, guckt euch alles an und dann entscheidet nach gesundem Menschenverstand, kann man dieses Risiko eingehen oder nicht. Damit ist uns allen am meisten geholfen und nicht mit Verboten, Vorschriften oder Vorbildgejammere. Ihr wisst Bescheid. Das dazu, damit würde ich sagen, Rückzug zum Kanal.
Herzlich willkommen im dritten und letzten Highlight auf dieser Tour in diesem wunderbaren Kanal. Ja, gerade drin, schon sind wir wieder raus, da geht auch schon das Tageslicht wieder los. Das sind in der Regel, glaube ich, solche Regenwasserkanäle, die bei Regenfällen das gesamte Wasser vom Gebirge und so weiter hier eben runter ins Meer leiten, ohne dann eben das Ortschaften und so überschwemmt werden. Ja, sieht auf jeden Fall schon spektakulär aus, wenn man dann hier rauskommt. Da fährt auch schon ein Auto. Ja, hier dürfen wir jetzt wieder irgendwo über der Strandpromenade, glaube ich, sein. Ja, drehe mich gerade mal rum hier. So sieht das aus. Was ist denn das? El Galeon, Taberna. Taberna? Taverna? Eine Taverne ist irgendwie so eine Kneipe oder sowas. Oder Restaurant, Bar, wie auch immer. Gehen wir mal weiter. Ach, da spazieren schon ein paar Enten lang. Hier ist noch jede Menge Grünzeug. So, und jetzt haben wir nasse Füße. So, macht auch nichts. Ja, gehen wir unter der nächsten Brücke hier durch. Oh Leute, toll. Toll. Lost Place mitten in der Stadt. Ich jag die Enten vor mir her. Die geben da Gas, werden wahrscheinlich gleich abheben. Auch die Armen. Ja, jetzt fliegen sie weg. Also Enten sind ja auch sowas von putzige, freundliche, sympathische Tiere, oder mal ehrlich? Genau wie Frösche, Erdbeeren, Champignons. Das ist alles so die gleiche Kategorie, Lebewesen. Den kann man einfach nichts Böses antun, ne? Da fliegen sie weg. Ja, Luftratten gibt es hier auch ganz viele. Ganz ordinäre Straßentauben auf Mallorca. Ich glaube, auf den Kanaren gibt es die dann schon nicht mehr. Ja, die werden wahrscheinlich irgendwie über die Frachtschiffe und sowas irgendwie eingeflogen. Ja, du müsst euch mal vorstellen, hier fließen manchmal mehrere tausend Kubikmeter Wasser pro Minute durch. Jetzt spazierst du hier so lang. Das sieht aus wie irgendein Gewächs, wie so eine Pflanze, ist aber irgendwie ein Hydrant oder sowas. Ja, das wird ja noch eine ganze Zeit so weitergehen. Und ich würde sagen, wir lassen mal die Bilder sprechen und sprechen uns später wieder. So, die Kanalexpedition ist dann auch an dieser Stelle hier beendet. Da vorne könnt ihr vielleicht ein Haus erkennen. Ich vermute, das ist irgendwie Wasserwerk oder Klärwerk oder sowas und scheint mir irgendetwas hier mit diesem Kanal zu tun zu haben. Ich habe mich ja gerade mal so rangepirscht und konnte da auch Arbeiter sehen. Und wäre ich noch weitergegangen, hätten die mich auch sehen können. Und ich will natürlich hier kein Risiko eingehen, irgendwie erwischt zu werden, weil ne, das riecht hier wieder schwer nach Hausfriedensbruch, Leute. Und jetzt gerade noch im Ausland kann man sowas überhaupt nicht gebrauchen. Man ist der Sprache nicht mächtig und wer weiß, was da alles passiert. Auch wenn es nur Mallorca ist, das zweite Deutschland, aber riskieren will ich dann auch nichts. Trete jetzt wieder den Rückweg an und erkläre hiermit dieses zweite Video von Mallorca für beendet. Nach 14,02 Kilometern um 13.16 Uhr. Ich habe jetzt noch, guck mal, Luftlinie zurück zum Hotel. Sind es, doch ein ganzes Stück, 1,48 Kilometer Luftlinie, werden vielleicht noch 2,5 Kilometer komplett sein. Und ja, wie gesagt, damit bin ich dann an dieser Stelle raus, bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Und das wird wahrscheinlich wieder ein Nach-Feierabend-Video werden. Malet Jod und tschüss.